Freut mich, dass du da bist. Dario hier. Ich möchte dir heute die 20-80-Regel etwas näher bringen und wünsche dir viel Spaß dabei. Was ist die 20-80-Regel? Die 20-80-Regel besagt, dass 20% von dem, was du tust, 80% von dem Ergebnis ausmacht. Um das ein bisschen verständlicher zu machen, 20% der weltweiten Biertrinker machen 80% von dem weltweiten Umsatz der Bierfirmen aus. Oder 20% von einem Modeladen machen 80% des Umsatzes dieses Ladens aus. Was ich dir damit sagen will, ist, dass man gucken muss, auf wo die 20% sind und wo die 80% sind, die man bekommt. Ein Beispiel von mir ist, ich hatte auf meinem Blog, habe ich mich viel beschäftigt, damit meine Artikel zu bewerben. Das habe ich auf Instagram gemacht, auf Twitter, auf Pinterest, auf Facebook und so weiter und so weiter. Und habe dann mal geguckt, weil ich gemerkt habe, dass es unglaublich viel Zeit verschlingt, habe ich geguckt, wo kommt eigentlich die meisten Besucherzahlen her? Und meine meisten Besucherzahlen kamen von Facebook und von Gastbeiträgen. Dann habe ich mir gedacht, hey, lasse ich doch die anderen Sachen einfach weg. Dann habe ich mehr Zeit, an meinem Blog zusätzlich an anderen Sachen daran zu arbeiten und ihn zu verbessern und bekomme trotzdem genug Besucher. Und das ist eben genau dieses 20-80-Prinzip. Du kennst es vielleicht von Freunden von dir, wo sich die Partnerin oft beschwert, dass ihr Partner nie genug Zeit mit ihr verbringt. Obwohl dieser Typ viel zu Hause ist und sie viel Zeit miteinander verbringen, sagt die Freundin, hey, du machst nie etwas mit mir. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass der Typ vielleicht körperlich anwesend ist, aber geistig ganz woanders ist, dass er zum Beispiel gerade zockt oder Freunde zu sich einlädt oder Fernseh schaut, was auch immer. Und dann gibt es wieder Leute, vielleicht kennst du auch diese Sorte, die sich nur ganz wenig am Tag sehen, wo aber alle zufrieden sind. Das liegt eben daran, dass die Zeit, die sie verbringen, zwar weniger ist, aber voll konzentriert darauf. Und das ist eben das mit diesen 20%. Diese 20% sind voll konzentriert und bringen eben dann 80% der Ergebnisse. Das nennt man übrigens auch das Pareto-Prinzip. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, vielleicht dich auch zum Nachdenken angeregt, wo du das Pareto-Prinzip anwenden kannst und wie du mal dein Leben etwas überprüfen kannst, wo die 20% zutreffen und wo nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere diesen Channel, dann verpasst du kein Video mehr und tust mir damit auch einen Gefallen. Und vergiss nicht, das kostenlose E-Book, der Schlüssel zu deinem Erfolg, downzuladen. Wie gesagt, es ist kostenlos, es geht um Motivation, Zielsetzung, Erfolgseigenschaften, noch vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Leb ein Leben nach deinen Vorstellungen. Dario.